mal. Du bist doch dieser Typ mit Denkfehler, der Math mit dem Beat gefrontet hat, obwohl er selber darauf rappt, als wäre der Takt sein Endgegner. Ohne Scheiß hat man dir der Metronom gezeigt, wärst du weggeschmolzen und hättest Jesus Beleidigungen wie ein Dämon gekreischt. Du sagtest, du bist gut im Schnellrappen, wie kann man da nur so viele Flow-Fehler machen? Wär das VBT die Tour de France, dann wird Cindy gerade auf nem Hometrainer radeln. Du betonst so voller Inbrunst, das klingt strange, doch ist ja letzten Endes auch egal. Dennoch Glückwunsch zum Stimmbruch, du leierst und quietscht, kleiner Tipp, Eier und Schniedel nach dem Pissen erst in die Buchse packen und dann am Reißverschluss ziehen. Wäre man bei mir vom Anfang bis zum Rundenende nickt, rätsel man bei dir noch, ob du sowas wie eine alte Tür oder eine Gummiente bist. Du hörst meine Runden und bist sofort vor lauter Angst am Dünnschiss kriegen. Es gab wirklich so ein VBT-Ersatzturnier, da kriegt man Paralympics-Feeling doch. Und deine Teilnahme da ist wirklich kein Thema, jeder braucht Herausforderungen. Deine sind halt VR1, VR2 und VR3 Gegner. Cindy will flown, doch hat leider nur Pech, denn vor kurzem hat er sich ein Ei eingequetscht. Digga, dein scheiß Flow klingt, das würde man dir mit einer Kneifzange zwischen deine Eier packen. Cindy hockt sich rappend in den alten Pappkarton und geht dann Karneval als Leierkasse. Cindy, man sagt was, ich helf dir beim Schreiben, dann können sich keine Fehler im Flow mehr einschleichen. Jeder kann was von mir lernen, denn ich bin der wirklich allerbeste, den es gibt, Digga, und jetzt bye bye, au revoir, danke für das leichte Battle und den Sieg. Cindy ist jetzt Mitglied in der Crew, das hat dir jeder echt gegönnt und hast du endlich Kumpels mit dem gleichen Hobby in deinem Freundeskreis, die auch nicht rappen können. Geil, dass du da der Beste bist, ist ein Traum für dich, doch welchen Wert hat das mit Mann und die verfaulte Sahnekirsche auf dem Scheißhaufen ist? Du glaubst, Brian, Shaloki und Aku sind Wahnsinn, doch immer wenn die rappen, dann stirbt ein Schwarzer in Harlem. Ihr solltet euch ein anderes Ziel setzen, zum Beispiel eines dieser A Cappella-Battles, denn dann könnt ihr wenigstens nicht mehr beschissen auf einem Beat rappen. Deine Chancen können vielleicht steigen, wenn ich wegen Faulheit nicht dabei bleib, doch tut mir leid, Bro, du bist so elend scheiße, dass sie sinken, wenn du einreichst. Yo, du willst weiter hoch, doch du bist leider lächerlich, dann cool, frag mal deine Stimme, die kriegt das zumindest zeitweise deutlich besser hin als du. Cindy will flown, doch hat leider nur Pech, denn vor kurzem hat er sich ein Ei eingequetscht. Digga, dein scheiß Flow klingt, das würde man dir mit einer Kneifzange zwischen deine Eier packen. Cindy hockt sich rappend in den alten Pappkarton und geht dann Karneval als Leierkasse. Cindy, man sagt was, ich helf dir beim Schreiben, dann können sich keine Fehler im Flow mehr einschleichen. Jeder kann was von mir lernen, denn ich bin der wirklich allerbeste, den es gibt. Digga, und jetzt bye bye, au revoir, danke für das leichte Battle und den Sieg.